Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier beim Soundfall und einem neuen Early Access Check. Ja, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt hier tatsächlich Early Access ist oder doch eher nicht. Die Seite von Entwickler Billy Slang ist da nicht so ganz eindeutig irgendwie. Wie dem auch sei, wir schauen uns an Clumsy God. Wobei Clumsy das englische Wort für ja, tollpatschig, ungeschickt, sowas in die Richtung ist. Gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, aber ich denke, die beiden Wörter passen ziemlich hier gut da drauf. Was macht man in dem Spielchen? Man ist eine schwebende Götterhand. So ein bisschen wie in Black and White, falls das noch jemand kennt. Aber mit einem ganz anderen Ansatz. Man hat hier dieses Level zur Verfügung. Und da ist irgendwas Schlimmes passiert. Was genau, weiß man nicht. Und hier sind alle Häuser durcheinander geflogen. Und jetzt muss man hier als Gott eben die Häuser wieder so an ihre richtigen Stellen stellen. Das lag zwar hier rum, aber wie man sieht, das passt da nicht wirklich in das Fundament rein. Also müssen wir uns ein passendes Plätzchen suchen. Und ich würde doch mal sagen, das ist dieses hier. So. Rein damit. Na, noch nicht ganz perfekt. Und ihr seht schon, das mit dem Tollpatschig bezieht sich ganz ein wenig auf die Steuerung. Erinnert ein bisschen an den Surgeon Simulator, wo man ja auch da so seine Hand steuern muss. Mit der linken Maustaste greift man hier Sachen, mit der rechten kann man die Hand dann drehen. Und passt das jetzt besser? Ja, nicht so ganz. Und dann eben auch entsprechend die L-Objekte. Und mit dem Mausrad kann man die Höhe anpassen. Schauen wir mal, greifen wir das mal von oben und schubsen es noch ein bisschen nach links und nach vorne vielleicht. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man jetzt hier so ein Objekt so in sich drehen könnte. Muss man das immer so ein bisschen durch die Gegend schubsen. Ah, nein, nicht umschmeißen. Weil ich glaube, es würde andersrum besser passen. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn ich die Hand mal entsprechend positioniert bekomme. Hier laufen so kleine Männchen rum. Nee, hops! Na! Komm her. Na, verflucht. Eigentlich wollte ich mir den noch jetzt schnappen und durch die Gegend werfen. Schauen wir mal, vielleicht klappt es bei der. Nee. Jedenfalls, oben links gibt es da einen Kill-Counter. Weil man diese ganze Mannequin natürlich versehentlich töten kann auch. Ja, indem man sie einfach nur leicht mit seiner Hand antitscht. Oder indem man halt ihnen ein Haus auf den Kopf wirft. Was ja durchaus auch vorkommen kann, nicht wahr? Wenn man hier so in seiner Eigenschaft als Gott irgendwelchen Unsinn macht. So, versucht man trotzdem jetzt erstmal das Level hier noch abzuschließen. Indem wir dieses Häuschen versuchen, in dieses Löchlein zu stellen. Na, fast. So ist besser. Jawohl. Das ist schön hinein geplumpst. So, und irgendwo muss es noch eins geben. Da ist nämlich eine Lücke. Ach, das liegt direkt hier hinter. Okay. Irgendwo unter diesem Baum. So, und das ist eine der Geschichten, weshalb ich sage, so, ist das jetzt Early Access oder nicht oder doch? Weil so ein paar Fehlerchen hat das Ding dann noch, wie jetzt zum Beispiel so, ups, auf einmal habe ich das Level abgeschlossen, obwohl ich gar nicht so genau weiß, warum. Joa, ist halt so. Außerdem gibt es nur 5 Level, das ist ein bisschen wenig. Die hat man wirklich innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde durchgespielt und dafür dann $4 zu verlangen, oder halt 3,99 US-Dollar, ist dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht noch ein bisschen viel. Also für $1 würde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Für $4, naja, ich weiß ja nicht. Immerhin sind die Level ein bisschen abwechslungsreich. Nehmen wir mal hier das 4. noch. Das kann ich noch zeigen. Das ist nämlich ein ganz hübscher japanischer Tempel. Oder japanisch, weiß ich nicht. Aber halt so asiatisch inspiriert, sagen wir einfach mal. Der sieht wirklich eigentlich ganz fein aus, muss ich sagen.
Rein technisch, das Ganze scheint mir die Unity Engine zu sein, die hier im Hintergrund werkelt. Die Menschen kommen mir jedenfalls wie Store Assets vor. Ich weiß nicht, ob ich dieses Tempel-Ding nicht auch schon mal irgendwo im Unity Store gesehen habe. Wäre durchaus möglich. Die Bäume kommen mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und ich glaube, du stehst an der falschen Stelle, du Tempel. Ich glaube, der gehört eher da oben hin. Ja, sieht aber eigentlich ganz nett aus. Nicht überwältigend schön, aber auch nicht hässlich. Kann sich durchaus sehen lassen, finde ich. Und die Grafik ist dem Preis angemessen. Was der Entwickler jetzt auf der Seite noch schreibt, ist, dass die Sounds noch nicht final sind. Und auch der Soundtrack insgesamt. Also es soll noch irgendwelche Musik dazukommen, die bis jetzt nur so ansatzweise vorhanden ist. Deswegen tue ich mich so gerade so ein bisschen schwer, damit das einzusortieren. Ist das jetzt Early Access? Ist das fertig? Kommen da vielleicht sogar noch Levels dazu? Weiß man alles nicht. Da lässt die Beschreibungsseite da im itch.io-Shop doch einige Fragen offen. In seinem Trailer hat der Mensch dann auch noch einen Twitter- und Facebook-Account genannt. Den gibt es aber nicht, zumindest Twitter. Facebook habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das ist auch so ein bisschen kurios. Von daher weiß ich nicht, ob ihr euch das tatsächlich kaufen solltet, aber ich finde es auf jeden Fall eine witzige Idee und das Spielprinzip funktioniert einigermaßen gut. Und wenn ihr hier jetzt noch ein bisschen dran schraubt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein ganz hübsches Spielchen wird. Im Moment, wie gesagt, $4 für 5 Level und dafür, dass hier doch noch so manches ein bisschen unfertig wirkt, weiß ich nicht, ob ihr euch das antun solltet. Dankenswerterweise habe ich mittlerweile einen Pressezugang auf itch.io und konnte mir das gratis runterladen. Nachdem ich den Trailer so witzig fand, wollte ich da dann auch mal reinschauen und ja, habe euch hiermit das Ergebnis präsentiert. Links zum Kaufen und zu weiteren Infos tue ich euch in die Beschreibung. Wenn ihr zugreifen wollt, dann macht das auf eigene Verantwortung. Im Moment würde ich es noch nicht so wirklich empfehlen, aber mal im Auge behalten. Vielleicht wird das noch was Großes. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, abonniert doch meinen Kanal, dann werdet ihr immer über neue Videos informiert. Ein Daumen hoch unter dem Video würde mich auch sehr, sehr freuen. Oder wenn ihr meint, dass ich hier irgendwelchen Mist gemacht habt, dann auch gerne einen Daumen runter und in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Positives Feedback ist natürlich auch immer gerne erwünscht. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Zaunpfahl.